I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung. Stell dir mal vor, in der Welt gäbe es gar keine Länder und Grenzen mehr. Stell dir mal vor, in unserer Welt gäbe es keine Kriege mehr und keine Ressourcenknappheit und keine Klimaerwärmung. Stell dir mal vor, alle würden an einem Strang ziehen. Hältst du das für möglich? Heute in der Folge geht es genau darum, um die Völkervereinigung. Vielleicht hältst du diesen Gedanken für utopisch, aber vielleicht sind wir gar nicht so weit davon entfernt, wie wir zurzeit annehmen. Viel Spaß bei der heutigen Lesung. Innerer Friede und Weltfriede. Omra Mikhail Ivanov. Rai Isfor. Bahn 208. Kapitel 2. Die Vorteile der Völkervereinigung. Viele große Länder, die heute eine politische Einheit bilden, sind aus verschiedenen Staaten entstanden, die sich vor nicht allzu langer Zeit noch bekämpften. Eines Tages haben sie die Vorteile der Einheit erkannt und seitdem sie sich zusammengeschlossen haben, bilden sie eine wirkliche Macht. Dieses Stadium ist aber noch nicht befriedigend, denn obgleich jedes dieser Länder eine richtige Macht bedeutet, spürt es, dass sein Nachbar ihm Konkurrenz macht. Es wird unruhig, das andere auch, und schon fangen beide mit der Rüstung an. Wie soll das aber enden? Sie werden sich gegenseitig zerstören. Alle Länder müssen also begreifen, dass es an der Zeit ist, eine viel weiterreichendere, umfassendere Einheit zu bilden. Alle Staaten der Erde müssen sich vereinigen. Und diese Vereinigung wird dann genau wie im menschlichen Organismus Gesundheit, Wohlbefinden und Kraft hervorbringen. Die Menschheit ist noch nicht gesund. Sie ist krank, sie hat Krebs, weil überall die Philosophie des Separatismus herrscht. Jeder will nur für sein eigenes Land, seine eigene Familie, seine eigene Person arbeiten. Nun, diese Einstellung bringt bis in alle Ewigkeit Schwierigkeiten und Kriege mit sich, denn bei dieser Trennung wird immer der eine oder andere benachteiligt sein. Jetzt muss alles vereinfacht und alle Länder auf der ganzen Erde überzeugt werden, dass alle Menschen viel besser leben würden, wenn sie mit einer allgemeinen Vereinigung einverstanden wären. Keinem würde etwas abgehen. Alle könnten im Überfluss leben, könnten frei reisen, einander treffen und lieben, sich freuen und schöpferisch sein. Früher, als der Mensch noch nicht imstande war, sein Bewusstsein über seine Kaste, seine Sippe oder seine Nation hinaus zu erweitern, hatte die Vorstellung der Abgrenzung ihre Daseinsberechtigung. Selbst große Eingeweihte, wie zum Beispiel Moses, haben die Ansicht vertreten, man müsse fremde Völker bekämpfen, und Moses nahm sogar selbst an Kriegen teil. Zu jener Zeit konnte man die brüderliche Liebe und die Notwendigkeit einer weltweiten Familie niemandem verständlich machen. Heute ist dies anders. Durch die schnellen Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten ist die Erde plötzlich so klein geworden, dass die Menschen jetzt begreifen sollten, dass sie die Grenzen abschaffen und sich vereinen müssen, damit die ganze Welt eine Familie bildet. Man bekämpft sich, aber was will man eigentlich verteidigen? Alle sind darauf bedacht, einen Zustand zu verteidigen, der zum Verschwinden vorgesehen ist. Bald werden sie beschämt entdecken, wie beschränkt ihr Standpunkt war. Dennoch stellt man heute fest, dass sich im Bewusstsein der Menschen eine Wandlung vollzieht, und ihr werdet sehen, dass diese immer stärker wird, wenn nicht bei den Erwachsenen, dann durch die Jugendlichen. Man sieht bereits, dass die jungen Leute die Erwachsenen zwingen, ihre Begriffswelt auszudehnen und Rassenhass, Nationalismus und Intoleranz aufzugeben. Ihr könnt die engstirnigen Ansichten, die allen Kriegen zugrunde liegen, nicht mehr ertragen. Ja, die heranwachsende Jugend wird die ganze Welt grundlegend verändern. Sie wird sowohl in Russland als auch in Amerika eine ungeheure Umwälzung bewirken. Die politischen Drahtzieher bilden sich allzu oft ein, das Schicksal eines Landes liege in ihren Händen. Vielleicht sieht es eine Zeit lang so aus, aber diese Illusion vergeht schnell. Alle, die der Meinung waren, alles hinge von ihnen ab, nahmen ein schlimmes Ende. Die Tyrannen enden immer übel. Zuerst lassen sie einige Köpfe rollen und dann muss schließlich eines Tages ihr eigener rollen, auf die eine oder andere Art. Denn in Wirklichkeit bestimmen nicht die Menschen,
auch nicht die Mächtigsten das Schicksal der Menschheit, sondern sehr hohe unsichtbare Wesenheiten, die den Gang der Ereignisse beobachten und lenken. Bedenkt, wie viele mächtige Reiche, von denen die ganze Welt zitterte, unter Staub und Wüstensand verschwunden sind. Ja, es gibt eben eine höhere Intelligenz, andere Kräfte, die ein uns unbekanntes Ziel verfolgen. Die Menschen sollten also versuchen zu begreifen und demütiger zu sein, sonst wird es ihnen früher oder später übel ergehen. Selbst den Geheimgesellschaften, die glaubten, die Welt beherrschen zu können, ist dies nie gelungen und viele existieren heute auch gar nicht mehr. Das Ideal der großen Eingeweihten hingegen, die dem Willen Gottes folgen, ist nie verschwunden, auch wenn diese oft mit Füßen getreten und umgebracht wurden. Denn die Pläne Gottes sind immer auf das Wohl der Menschheit, auf ihre Befreiung und ihr Glück ausgerichtet und werden sich verwirklichen. Meine lieben Brüder und Schwestern, die universelle Weiße Bruderschaft gibt es, um die Menschen daran zu erinnern, dass sie alle Kinder desselben Vaters Gottes sind, der ihnen das Leben gibt und derselben Mutter der Natur. Warum sich dann gegenseitig umbringen? Warum gegeneinander arbeiten? Es ist einfach abscheulich und sinnlos. Ihr seht, man kann dem nichts entgegenhalten. Wenn man diese Wahrheit akzeptiert, kann man sich nicht länger abtrennen und hassen. Das ist nicht logisch. Man muss entweder in Übereinstimmung mit dieser Wahrheit leben oder sie dann glattweg ablehnen. Das wäre ehrlicher. Wenn man nicht denselben Vater und dieselbe Mutter hätte, dürfte man sich im Notfall bekämpfen. Aber sich untereinander und andere umzubringen, wie viele Christen es tun, während sie sich gleichzeitig gläubig nennen, das geht natürlich überhaupt nicht, denn darin liegt ein ungeheurer Widerspruch. Gott ist über die Berücksichtigung von Rassen, Nationen oder Völkern erhaben. Er schenkt das Leben allen. Er hat die Menschen nicht geschaffen, damit sie in erster Linie Arier oder Juden, Slawen oder Araber, Chinesen oder Amerikaner sind. Er hat sie ganz einfach geschaffen, das ist alles. Aber die Menschen konnten sich aufgrund ihres Entwicklungsstandes vorerst nur in Sippen, Familien, Gemeinschaften und Länder aufteilen. Eines Tages jedoch werden alle diese Unterscheidungen verschwinden, die so viele Feindseligkeiten verursachen. Und die Menschen werden sich als Weltbürger fühlen. Welcher Politiker könnte das Gegenteil behaupten? Er müsste zu mir kommen, dann würde ich ihm mathematisch, wissenschaftlich und historisch nachweisen, dass gewisse Ansichten überholt sind. Noch vor einigen Jahrzehnten wäre ein Franzose, der gewagt hätte, eine Versöhnung mit den Deutschen vorzuschlagen, erschossen worden. Heute ist sie eine anerkannte Tatsache. Man erschießt weder Franzosen noch Deutsche. Sie geben sich die Hand, besuchen einander, lieben einander und setzen sogar viele kleine deutsch-französische Kinder in die Welt. Warum sollte es dann nicht auch zu einer Versöhnung unter allen anderen Völkern kommen? Die Deutschen und die Franzosen sind zwar Freunde geworden, also gut, aber das hat nicht viel geändert. Andere Feinde lauern auf einen günstigen Augenblick, um sie zu verschlingen, sie zu erobern. Folglich muss eine viel weiterreichende Einheit gebildet werden, um wirklich allen Gefahren zu entgehen. Sonst werden weder Waffen noch Diplomatie die armen Menschen retten. Aber bald werden sie angesichts der Gefahren, die die Welt bedrohen, gezwungen sein, einander die Hand zu reichen. Natürlich wird Mars, der Aggressionstrieb, immer bestehen bleiben. Deshalb wird der Mensch immer den Drang zum Kämpfen und Siegen verspüren. Die Ziele und Mittel werden sich zwar ändern, aber das Bedürfnis, die Tendenz werden nicht verschwinden. Der Mensch hat das Recht, der ganzen Welt den Krieg zu erklären, denn dieses Bedürfnis hat die Natur selbst ihm gegeben. Ja, er hat dieses Recht, aber nur mit den Waffen der Liebe und des Lichts. In Zukunft wird es so mörderische Kriege wie in der heutigen Form nicht mehr geben. Die Menschen werden begreifen, wie teuer diese in allen Bereichen zu stehen kommen. Sie werden aufhören, sich gegenseitig umzubringen. Da aber der Kampftrieb weiter bestehen wird, die kosmische Intelligenz will nicht, dass er erlischt, werden die Menschen einander weiterhin bekämpfen, aber in einer anderen Form. Und der Sieger wird, statt die anderen zu vernichten, ihnen Leben, Reichtum, Licht und Liebe schenken. Wird das herrlich sein. Es wird also immer Kämpfe geben, aber anderer Art. Wie die Schlachten, die sich die Sterne und Sonnen im Weltall liefern, indem sie einander ständig Lichtpfeile zusenden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen und Zuhören. Ich freue mich über Kommentare, Anregungen, Ideen. Teile uns deine inspirierenden Worte mit.
ich trete gerne mit dir in Interaktion. Und dann bekommst du eine Antwort von mir, wenn du hier unten in den Kommentaren mal deine ersten Eindrücke niederschreibst. Immer montags um 19 Uhr kommen meine Lesungen von neuen Kapiteln online. Und ich freue mich, wenn du dabei bleibst, wenn du dich auch mal in meinen anderen Videos umschaust. Das eine oder andere Video könnte dich vielleicht noch mehr interessieren und inspirieren. Also dann, bis zur nächsten Woche. Wir sehen uns. Bye bye, deine Miri. I'm here for you. Schritt für Schritt zur Selbstbestimmung.